Ich starte die Runde. Eine kleine Vorgeschichte und dann natürlich eure Erfahrungen hier in den letzten Tagen. Die Menschen, die ihr als erstes trifft, mit denen ihr dann einen intensiven Kontakt habt heute nach der Vipassana, werden auch die meiste Energie, die ihr dann abgeben könnt, die ihr mitgenommen habt, von euch bekommen. Also macht es weniger Sinn, gleich irgendwie zum Chef zu fahren oder in irgendein Geschäft irgendwas wieder auszuhandeln oder so, sondern eher gleich die Menschen aufsuchen, denen ihr am nächsten steht. Das würde am meisten Sinn machen, weil die haben ja auch an euch gedacht über die Tage und ihr an sie. Und die freuen sich natürlich auch, euch zu sehen. Okay. Ich bin Eugen Minz, ich bin 38 Jahre alt, habe das Yoga 2011 kennengelernt und am Anfang über Bücher praktiziert und im Sommer 2012 dann richtig eingestiegen bei meinem ersten Yoga-Camp in Russland und unterrichte seit 2012. Vipassanas organisieren wir, ich schätze, seit 2015, also entweder 2014 oder 2015. An verschiedensten Orten und jeder Ort ist ein bisschen besonders und etwas eigen, so dass wir die letzten Jahre im Bayerischen Wald diese Veranstaltungen gemacht haben, wo man auch sehr gute Spazierwege hat, also einigermaßen zurückgezogen ist. Wie gesagt, jeder Ort hat aber seine Vor- und Nachteile. Und im letzten Jahr, 2020, hatten wir zwei Vipassanas absagen müssen, aus gegebenem Anlass. Das heißt, wir haben jetzt so etwas länger wie ein Jahr keine mehr durchführen können, obwohl mich auch viele Leute angefragt haben und viele Leute Interesse haben. Es ist dann auch so, dass es schwierig war bzw. ist, Räumlichkeiten dafür zu finden. Und da ich hier dieses Haus auch schon seit, glaube ich, 3 Jahren kenne und wie auch 3 Wochen verbracht haben im Februar. Mit der Inga habe ich mich auch spontan dazu entschlossen, hier die Vipassana durchzuführen. Also weil es hier dieses Haus von seiner eigenen Atmosphäre auch etwas Besonderes ist und für 4 Leute allemal gut. Also dass wir das, es war auch so gedacht und geplant, das ist in einem sehr kleinen Rahmen durchzuführen. Also keine 10, 12 Leute oder so, wie es üblich ist, sondern so mit 3, 4 bin ich auch zufrieden. Zumindest für den Anfang, also für den Neuanfang und unter diesen Bedingungen, wo man jetzt ja keine Großveranstaltungen durchführen darf. Zum anderen muss man das aber auch so sehen, wenn jetzt die ganze Welt gegen das Yoga ist, weil alle Yoga-Studios sind hier zu und alle Retreate, Seminare und sonstiges ist abgesagt, es passiert alles nur noch online. Und wir haben es tatsächlich dann geschafft, jetzt die letzten 4 Tage gemeinsam hier in diesem Haus zu praktizieren, in der Gruppe zu praktizieren. Und im Yoga, auch im Buddhismus, gibt es so einen roten Faden, der besagt, es gibt gute Tage bzw. Phasen oder günstige Phasen, um Yoga zu praktizieren, wo die ganze Welt einem zutut und einen unterstützt, dass es ja leicht von der Hand geht. Und dann gibt es schwierige Phasen, Tage, also in den meisten Fällen sind es irgendwelche kosmischen Konstellationen beziehungsweise irgendwelche auch Krisen. Und wenn man in diesen Zeiten es schafft, trotz allem, trotz allen Hindernissen Yoga zu praktizieren, dann sind die Erfolge dadurch beziehungsweise das Resultat, welches man im Nachhinein bekommt, um ein Vielfaches größer als, wie gesagt, in leichten Zeiten und in leichten Phasen. Und so sehe ich das ein bisschen auch. Natürlich kann man, wenn man es in diesem Haus noch nie gemacht hat, im Vorfeld nicht alle Herausforderungen dann sehen, die sich dann im Verlauf der Veranstaltung ergeben, die man dann auch sieht. Und natürlich sehe auch ich Verbesserungsbedarf, was man hier, wenn wir hier das nächste Mal etwas durchführen, was man das nächste Mal anders machen sollte, um es besser zu machen.
Nichtsdestotrotz war es auch ruhig, vielleicht auch von den Teilnehmern hier, weil alle auch eine gewisse Vorbereitung mitnehmen. Es war leichter zu meditieren zu gewissen Zeiten, wo es normalerweise für mich als Yogalehrer auch etwas schwieriger sein kann. Das spürt man, das nimmt man wahr. Ich denke aber auch dadurch konnten wir ein bisschen besser und effektiver an uns arbeiten, weil wie gesagt, so kleine Gruppen sind leichter zu führen und man kann ja höher über sich hinaus dann durch die Yoga-Praktiken. Ansonsten hatte ich auch einige ja, Eingebungen und positive Gedanken, spirituelle, aber auch weltliche. Und interessant war für mich zu sehen, ich kenne mich ja jetzt seit den letzten 5 Jahren bei den unterschiedlichen Vipassanas. Dieses Mal war es so, weil ich mich in letzter Zeit auch zum einen aus diesem gegebenen Anlass wieder, zum anderen aus Gründen meines Studiums mich mit einem bestimmten Thema beschäftige, so hobbymäßig kann man so sagen, hier so bestimmte Interessen ausbaue. Und da ich mich sehr viel die letzten 3, 4 Monate mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich das auch in den Meditationen gesehen. Irgendwo ist dieses Thema ständig hier vorhanden und es hindert mich irgendwie die Stufen zu erreichen, die ich davor erreichen konnte. Also ich habe ja früher in meinen ersten 5, 6 Yoga-Jahren so fast ein Mönchsleben geführt mit sehr wenig Verpflichtungen, so alltäglichen oder weltlichen Verpflichtungen. Ich habe mich nur um meine eigene Yoga-Praxis gekümmert und um meine Yoga-Ausbildung, sage ich mal so, dass ich viele Orte und Länder bereist habe und mit vielen Menschen zusammen praktiziert habe. Und da ging es viel, viel einfacher, eine gute Meditation aufzubauen im Inneren. Und jetzt, wo man, wie gesagt, sehr viele weltliche Verpflichtungen hat oder je mehr weltliche Verpflichtungen man hat, desto schwieriger ist es, da herauszukommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt irgendwie eine Trainingsmethode anguckt, zum Beispiel Kampfsport, manche tun sich Gewichte drauf, um dann besser trainieren zu können oder stärker zu werden, zusätzlich, wenn andere das nicht tun. Und ich sehe das tatsächlich so, es ist natürlich einfach, irgendwo in ein Kloster zu gehen, sich abzuschotten und dort für sich allein zu sein und für sich allein zu praktizieren. Aber wenn man noch diese gesellschaftlichen Verpflichtungen hat, wird es natürlich schwieriger, aber man erreicht dadurch eine gewisse Stärke, die man sonst nicht erreichen könnte. Und das, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir auch diese Energien, diese Erfahrungen dann, also alle von uns, die Anwesenden dann nach außen tragen und mit den anderen Menschen teilen. Gut, danke fürs Dabeisein, für das Vertrauen und auch irgendwo auch für den Mut, dass ihr es hierher gefunden habt, war eine sehr tolle Zeit wieder mal. Wie gesagt, das ist eins der großen Projekte, die Vipassanas bei der Yogaschule. Und leider ist es so ein bisschen in den Hintergrund geraten das letzte Jahr. Aber ich hoffe, dass wir dann auch nach vorne arbeiten können, wieder die nächsten Monate. Ich bin Konstantin Bundan, bin 36 Jahre alt. Auf Yoga bin ich schon lange hergekommen. Also an Yoga habe ich schon öfters gehört, aber irgendwas hat mich daran gehindert, Yoga zu praktizieren. 2017 oder 2018 sind wir auf Heugen-Minz gekommen. Haben wir gehört, dass Yoga in Deggendorf praktiziert wird und Schule hat. Der erste Kurs war, die erste Unterrichtseinheit war interessant, also bereichernd. Viele Aufgaben oder Übungen waren also teilweise lustig, weil man versteht nicht, warum das praktiziert wird, warum diese Übung gut für einen ist. Und mit der Zeit kommt man auf einen Level, denke ich mal, auf den ersten Level, wo man das auch benötigt und braucht als Mensch, auch für den Körper, für die Seele selbst. Die ersten Unterrichten waren nicht regelmäßig, aber dann hat man auch zu Hause gemerkt, wenn man nicht
praktiziert und nicht hingeht, da fehlt einem was. Ich bedanke mich für die Vipassana bei Familie Minz und bei der Schule Yoga Minz. Yoga Minz Schule. Auch großen Dank an alle, die mitgemacht haben. An Inge insbesondere einen besonderen Dank für kulinarische Verführungen. War sehr lecker, sehr neu für mich. Nicht alles neu, aber viele Gerichte habe ich noch nie so gesehen. An Eugen, dass er uns eingeführt hat in die Meditation, auch erklärt hat, auf was man achten muss. Das war nicht einfach, aber ich habe es am heutigen bzw. am gestrigen Tag, oder nein, heute in der Früh, an der Meditation gespürt. Die Gedanken waren nicht mehr, sondern weniger. Und man konnte länger in einer Position sitzen, ohne dass man ständig irgendwelche Wehwehchen gehabt hat. Ich vermisse meine Familie. Das war's. Ja, ich bin der Vitali, komme aus Ingolstadt, bin 50. In erster Linie möchte ich mich bei allen bedanken für eine tolle Vipassana, tolle Gesellschaft, tolle Atmosphäre, für eure Energie, die mich durch ganze Vipassana unterstützt hat. Das war einfach ein wunderbares Erlebnis. Ich spüre sogar Gänsehaut ein bisschen. Also zu Yoga bin ich so gekommen, dass ich einfach in meinem Briefkasten einmal eine Anzeige gefunden habe. Yoga sucht die Yoga Praktizierenden. Ja, und in erster Linie war mein Gedanke, ich wollte schon längst Spagat machen können. Dafür habe ich ja Yoga ausgewählt. Also in meinem Verständnis damals war Yoga, Dehnung und so weiter, tolle Übungen. Das war ja 2005 ungefähr. Dann im Laufe der Zeit habe ich eigentlich verstanden, dass es nicht mehr um Spagat geht, sondern um Geistliche, um Seelische. Und ich habe Yoga eigentlich hauptsächlich dann für die Beruhigung praktiziert, weil ich habe ja ziemlich stressigen Job als Entwickler und die Stunde hat mir ganz gut gepasst und ja, die ganze Zeit habe ich eigentlich Yoga nur für die Beruhigung als Hobbylehrer genutzt und nichts mehr. Und irgendwann mal 2019, das Thema hat sich wahrscheinlich in mich drin, irgendwo tief drin mich beschäftigt und ich wollte dann trotzdem Yoga vertieft machen. Und dann bin ich in 2019 nach Indien gefahren, also geflogen. Das wollte ich schon längst machen und das hat sich so gut alles zusammengespielt, dass ich ein Sabbatical gekriegt habe für ein halbes Jahr. Und als erstes habe ich ja mit Yoga in Indien angefangen. 3 Wochen Kurs in einem Retreat, das war schon was anders natürlich. Da habe ich Yoga schon wie Yoga gelernt, also quasi ganz tief, ganz mit ganzen Übungen, Praktiken und so weiter. Und danach, leider habe ich diese Erfahrung dann ein bisschen zerstreut oder verstreut, dadurch, dass ich ja dann noch in diesem Sabbatical noch Welt sehen wollte und habe tatsächlich dann viele Länder bereist. Und die Yoga habe ich danach dann natürlich nicht so praktiziert, so wie ich in Indien das gelernt habe. Aber trotzdem, wie gesagt, das war irgendwo tief in mir drin. Und nach dem Sabbatical und mit dem neuen Jahr 2020, da kam auch die Corona noch dazu. Und dann irgendwie habe ich so einen Anstoß bekommen, irgendwie innerlich. Yoga jetzt wirklich ganz tief zu machen, ganz vertieft.
Und dann habe ich damit angefangen. Und das war schon ein ganz anderes Erlebnis. Also quasi nicht, dass es einfach so, jetzt mache ich eine Yoga-Stunde und gut, durch ist. Nee, dann bin ich wirklich tief in mir reingegangen und habe ja eigentlich gesehen, wie tief ich noch oder wie viel ich noch an mir selber arbeiten muss. Dass eigentlich Yoga ist ein lebenslanger Weg, ist schon, ist mir klar geworden. Und dann habe ich angefangen, Yoga zu treiben, ganz intensiv. Mit Eugen habe ich ja komischerweise irgendwie durch einen Bekannten, aber das heißt komischerweise durch Bekannten Ja, die habe ich auch gehört. auf einer Reise nach Indien kennengelernt. Also die Verwandten von den Bekannten. Irgendwie hat er mir deine Koordinaten gegeben, dann habe ich angerufen, wollte unbedingt mit dir treffen. Ja, das ist auch wahrscheinlich Schicksalweg oder so. Ja, und dann haben wir uns getroffen in Deggendorf. Du bist mir als sehr, sehr energievoller, guter Mensch irgendwie vorgekommen. Sofort, also habe ich das gespürt. Und dann hast du mir noch drei Bücher geliehen über Pradipika, die habe ich ja verschluckt bis zum Yoga-Camp. Das war so interessant, alles in mir, also quasi für mich. Und wie gesagt, das war wieder ein tolles Erlebnis. Dann Yoga Camp. Es hat mich noch mehr motiviert, Yoga zu machen. Und jetzt kommen wir zu Vipassana. Und das ist ja ganz, ganz was Neues. Und so wie du schon mal sagtest, das ist ja richtig Yoga dann. Also das ist wirklich, da wo man ganz tief in sich reingeht. Und bei dieser Vipassana habe ich jetzt wirklich einen kleinen Sieg über mich selbst gemacht. Hallo, ich bin der Dimitri Reimer, bin 34 Jahre alt und praktiziere eigentlich Yoga seit 2019. Erfahren habe ich von Yoga, oder was heißt, früher habe ich von Yoga gehört, aber meine Schwester hat mich auf den Gedanken gebracht, da hatte ich so ein bisschen Lebensumschwung und da hat sie gesagt, ja, probier doch mal, der Eugen macht es bei uns in Plattling jetzt, hat das Studio aufgemacht. Und da bin ich das erste Mal hingegangen. Die ersten Übungen waren natürlich Wahnsinn. Man spürt seinen ganzen Wehwehchen, was du dein ganzes Leben nie gespürt oder gespürt hast, aber hier noch extremer. Und ja, dann, ich wollte immer irgendwie mit dem Körper was machen, wie ein bisschen Sport. Ich habe nie Sport getrieben, aber hier habe ich gesagt, jetzt muss ich mal was machen und das Yoga, das genau, das würde zu mir passen. Genau, und dann habe ich wöchentlich angefangen, bei Eugen das zu machen und dann habe ich auch 2019 die Vipassana, die erste, mitgemacht. Im Bayerischen Wald bei uns. Genau, da hat man, also da habe ich erst kennengelernt, wie das alles so ist und es war ziemlich anstrengend und sehr, ja, sehr hilfreich für die nächsten Jahre, was dann danach passiert ist. Und kurz darauf sind wir auch noch nach Yoga-Camp gefahren, haben wir dort noch Zeit verbracht und Leute kennengelernt, ein wenig ausgetauscht. Und dann im 2019, Dezember, hat der Eugen angefangen oder hat Lehre für Yoga-Lehrer, praktisch Ausbildung vorgeschlagen und da haben wir gleich gesagt, jetzt das mache ich, das interessiert mich. Genau, und dann habe ich das 2020 ausgelernt auch und bei Eugen auch mache ich auch Stunden für andere. Genau. Diese Vipassana hat mir, also ich habe mich darauf schon
seit Jahren oder seit letzten Vipassana wollte ich noch eine Vipassana mitmachen und habe gesagt, beim nächsten Mal mache ich es, da ist mein Körper ein bisschen elastischer, ein bisschen kräftiger. Es war auch der erste Tag und beim zweiten Tag habe ich dann wieder angefangen, hat die Knie ein wenig, ja, und zu weh zu tun. Nichtsdestotrotz, wenn man sich darauf konzentriert und ja, halt dabei seine Aufgabe bleibt, dann ja, wird man ruhiger und schaltet man die Schmerzen ein wenig ab. Genau, und mir hat es dieses Mal ganz gut gefallen, dass ich konnte mich komplett irgendwie abschalten. Ich habe irgendwie so Kindheitserinnerungen sind bei mir irgendwie, also nicht von Zukunft, sondern irgendwie Kindheitserinnerungen sind wach gekommen irgendwie und ich habe da Sachen gesehen, was ich schon längst vergessen habe. Das war jetzt bei mir so und ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal wieder mal mitmachen und dann, dann schauen wir, wie es nächstes Mal wird. Ich bedanke mich bei der Inga ganz herzlich fürs Kochen, wir kochen von uns, genau. Und bei Eugen natürlich, ja, dass der uns die Möglichkeit gibt, überhaupt so gut oder Yoga zu praktizieren und an uns zu arbeiten. Genau, und bei allen anderen natürlich für die ganze positive und gute Energie. Ja, und Dankeschön. Mein Name ist Bernhard, ich bin 40 und zum Yoga gekommen bin ich bis heute, ich bin noch beim Yoga gar nicht richtig angekommen, ich arbeite noch dran. Ich habe über 20 Jahre sehr viel Extremsport gemacht, zum Mountainbike Downhill, ich bin viel Ausdauersport gemacht, was in gewisser Hinsicht ja auch zu einem Körperbewusstsein führt, zu einem Bewegungsbewusstsein führt und auch so ein bisschen der Weg zu sich selbst ist, weil man ja auch beim Ausdauersport sehr viel mit der Atmung arbeitet. Deshalb sind mir viele Atemtechniken, die wir hier machen, vorher schon, die habe ich mir selbst beigebracht, gezwungenerweise, um Herausforderungen zu schaffen. Ich habe mit dem Sport irgendwann aufgehört, aus beruflichen Gründen, weil es mir einfach zu viel war beruflich und habe irgendwie so die Freude an vielem im Leben verloren. Und wenn man keine Freude hat, habe ich herausgefunden, dann ist es schwierig, irgendwas Neues anzufangen, was einen selbst weiterbringt. Und das war ein Grund, warum ich das Vipassana jetzt wieder machen wollte. Ich habe ja schon eins gemacht, früher tagelang vorher, also ja, so 3,5 Tage. Und es führt einen wieder zu sich selbst. Und wenn man in sich selbst ankommt, dann hat man eine recht gute Chance, denke ich, um auch wieder den Kern zu finden, weil im Kern ist ja Freude, wie ich jetzt wieder feststelle. Insofern war das sehr, sehr, sehr schwierig für mich hier. Ich habe die ganzen Tage lang das sehr, sehr genossen. Ich habe mich auch immer so ein bisschen gefreut, wenn es vorbei ist. Und jetzt, wo es vorbei ist, bin ich traurig, dass es nicht noch weitergeht. Und habe einen Konflikt, einen zwischenmenschlichen Konflikt von meiner Arbeit mit hier reingebracht. Der hat mich die ganzen Tage beschäftigt. Das hat mich ziemlich genervt, weil ich die ganze Zeit dachte, mein Gott, jetzt bin ich hier in Vipassana und beschäftige mich mit so einem Schwachsinn, mit irgendwelchen beruflichen Situationen. Und irgendwann bin ich immer weiter da reingegangen, umso ruhiger ich in mir wurde und bin auf die Ursache gestoßen. Und nachdem ich diese Ursache tatsächlich heute vor ungefähr 2 Stunden mehr oder weniger auflösen konnte, habe ich festgestellt, dass ich da, naja, so eine Art kleine Psychoanalyse veranstaltet habe. Also da hat sich wirklich was aufgelöst und das hat mit dieser beruflichen Situation überhaupt nichts zu tun. Das war nur eine Manifestation davon. Insofern habe ich einen riesigen Sprung gemacht, habe so ein bisschen Schiss, das jetzt im richtigen Leben auch mich neu zu verhalten, weil man ja als ein anderes Ich auch wieder hier rauskommt. Beim letzten Mal war das auch schon so auf eine andere Art und Weise. Soweit zu mir. Dann möchte ich mich bei allen Teilnehmern sehr, sehr, sehr herzlich bedanken, weil die Energie, die einen umgibt, ist sehr, sehr wichtig dafür, wie man sich fühlt, ob man sich fallen lassen kann. Und ich wusste auch von mindestens einem anderen Teilnehmer, dass mir das hier nicht so leicht gefallen ist. Mit dem bin ich den Weg hochgegangen, ganz am Anfang. Und
Das hat mir viel Kraft gegeben auch. Also habe ich mich nicht so alleine gefühlt. Der Eugen hat das super gut begleitet, wie jedes Mal. Und ich würde, Eugen, du sagtest am Anfang, du würdest hier, du hast ein paar Sachen festgestellt, die würdest du ändern fürs nächste Mal hier an diesem Standort. Wenn ich irgendetwas ändern würde, könnte es nicht mehr so cool sein, wie es jetzt war. Sei es diese blöde Toilettentür, die man nicht zumachen kann. Was auch immer. Ja, das war einfach am Anfang dachte ich, wo das hatten die Passana, da ist jetzt mal so ein bisschen aufs Wesentliche reduzieren. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass man so viele Dinge einfach braucht, die man überhaupt gar nicht benötigt. Und die kann man sehr gut fallen lassen, wenn man einmal darauf gestoßen wird, damit umzugehen, wie das Leben eigentlich, was man eigentlich nur zum Leben braucht. Genau, und irgendwann war ich froh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass ich überhaupt ein Bad habe und so weiter. Ich konnte mich jeden Tag sauber machen, soweit das irgendwie Passana, sagen wir mal, auch erlaubt ist. Und ich habe sehr, sehr viel Dankbarkeit gewonnen. Nochmal vielen Dank an euch, weil das war echt super, super schön. Und die Energie war super geil, Entschuldigung. Eugen, vielen Dank für die super gute Begleitung, wie beim letzten Mal auch. Die zeitlichen Taktungen haben mir auch unheimlich gut gefallen. Weil das war nie so sehr strapaziös, aber immer schon strapaziös. Aber so, dass man es auch auf Langstrecke irgendwo, also auf dieser 3-4 Tage Langstrecke gut aushalten konnte und sich nicht so sehr verausgaben musste. Und man musste auch nie so mit, sagen wir mal, mulmigem Gefühl in den nächsten Tag reingehen, weil man wusste, okay, man wird ja wirklich gut durchgeleitet. Und das war für mich super wichtig, um aufzumachen. Und Inga, die Yogastunde, die wir zusammen hatten, die hat mir super gut gefallen, weil ich habe nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast, weil ich einfach kein Russisch spreche. Sehr schlecht. Aber ich konnte fühlen, was du sagst. Weil auch durch deine Bewegung, was du gesagt hast, wie du es gesagt hast, ich konnte das fühlen. Hatte aber interessanterweise auf einmal diese so neue Situation. Ich war selbst verantwortlich dafür, was ich mit dem mache, was der Lehrer mir sagt. Also, wenn der Eugen mir was sagt, dann höre ich das auf Deutsch, alles klar, mache ich halt mit. Und wenn die Inga das sagt, dann musste ich das interpretieren, verstehen und dann umsetzen. Das heißt, da musste ich überhaupt erstmal das anwenden, was ich vom Eugen vorher gelernt habe. Die Stunde war sehr wichtig für mich. Und ich möchte mich sehr, sehr herzlich für das super leckere Essen bedanken. Das war, ich habe mich jeden Morgen und jeden Abend auf das Essen gefreut. Also man sollte einen Schein. Ja, und das Essen war halt einfach nicht nur gesund, sondern auch furchtbar, furchtbar lecker und mit ganz viel Liebe gemacht. Und deshalb dir und da war noch die andere Lady, die auch mitgeholfen hat. Und es wäre schön, wenn ihr auch der auch noch entsprechend Dank ausrichten wird. Dankeschön. Noch ein kleines Schlusswort von mir, das ist mir noch nie passiert. Den ersten Tag habe ich eigentlich euch auch ein bisschen beneidet, weil ich wollte eigentlich auch auf eure oder würde gerne mal von eurer Seite das Ganze lieben und aus eurer Seite heraus an mir arbeiten. Wie gesagt, diese Momente sind tatsächlich sehr, sehr kostbar. Man kann das wahrscheinlich nicht aufwerten mit irgendwelchen anderen Sachen oder Dingen. Also sofern sich bei mir die Möglichkeit ergibt, wäre ich natürlich sehr gerne oder würde ich mir das Ganze auch von der anderen Seite anschauen und sehr gerne mitmachen.